Hallo und willkommen zurück zu Star Wars Battlefront. Tja, ich hatte Tobi gerade voll eingeheizt auf Schlacht auf Hoth. Ach ne, umgekehrt. Ja, durchaus umgekehrt. Ja, ich gebe es ja zu, ich bin auch nicht so gut im Zielen. Naja, auf jeden Fall, jetzt kommt Heldengefecht auf Hoth und Hoth, das ist Hut, total. Hut? Hut, man weiß es nicht. Wir müssen die Teile nochmal gucken, wie Ja. gesagt. Naja, auf jeden Fall Heldengefecht, das heißt, wir spielen wahrscheinlich einige der Stars aus dem Star Wars-Universum. Ja, mal gucken. Ja, Ich kann natürlich freue sein. Also wenn wir jetzt hier kurz zur Seite gehen, sehen wir da Prinzessin Leia. Ist das Prinzessin Leia? Ich habe keine Ahnung. Erzähle ich jetzt hier Quatsch oder ist das Prinzessin Leia? Das könnte jeder sein. Na, das könnte nicht jeder sein. Das ist bestimmt Prinzessin Leia. Naja, wie dem Nein. auch sei. Vielleicht ist es auch der junge Anakin. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es ein Heldengefecht. Ja. Ordentlich auf die Fresse, Auf ich will ein Hut. Laserschwert. Na, ich will so ein in die Luft Hebel-Würg-Dings. Okay, schauen Ja? wir mal. Mal Okay. gucken, was es zum Auswählen gibt. Starte mal. So, Splitscreen. Yep. Bam. Ja, immer wieder dasselbe hier. So. Das ist ein bisschen nervig, ne? Das ist doch Leia, oder nicht? Wenn du als Luke oder Vader spielst, kannst du Lichtschwertattacken mit der L2-Taste blocken und einen raschen Konterangriff starten. Okay. Da ist ja wohl klar, dass ich Vader spiele. Ja, klar. Bobas Jetpack ist explosiv und schadensanfällig. Wird er stark beschädigt, funktioniert er nicht mehr. Trottel. Naja, schauen wir mal. Heldengefecht, jetzt bin ich mal echt gespannt. Also dann musst du das Imperium sein auf jeden Jetzt Fall. muss ich das Imperium Ja, sein. und verbündete Soldaten, ja? Oh ja. Ich spiele natürlich Darthy. Darf Darthy. ich? Oh, Han Solo. Oh, da haben sie mir aber geschmeichelt. Prinzessin Leia aber Harrison Ford ist doch mindestens 200 Jahre alt auch. mittlerweile. Also ich glaube nicht, dass Han Solo gegen Darth Vader eine Chance hätte, oder? Nee, Nee, dann warum denn nehme ich auch? auch Luke Mit Skywalker. Schmuggeln oder was? Ja, Lichtschwert. Alter Schwede, Macht mit uns ein. ein hautenger Michael Jackson Bodysuit. Jetzt werdet ihr die Macht der dunklen Seite spüren. Der ist auch gar kein Laserschwert jetzt. Okay. Wo bist du? Erst jetzt erkennt ihr euren Okay. Aberwitz. Ach, der gehört zu mir. Ah, okay. Ich hätte jetzt gern wieder so ein Jump-Sprung-Pack Ja. quasi. Okay, wo bist denn du? Ich habe erstmal meine ganzen Machtfähigkeiten aufgebraucht. Ja, ich nicht. Ich bin nämlich clever. Ich habe das nicht gemacht. Läuft der Ton eigentlich? Ja, Logan. Okay, da habe ich was blitzen sehen. Da muss ich hin. War das Luke? War das mein Sohn? Tja, man weiß es nicht. Bist du in der verdammten Höhle? Ich war in der verdammten Höhle. Ich gehe jetzt Wo bist wieder du rein, wenn ich jetzt? weiß, dass du da bist. Ihr Sonst seid hätte ich doch fast den nicht der Trooper getötet. Du kannst Nicht kein den Trooper von Iron Maiden, sondern den Trooper von Trooper. Star Wars. Wo bist du da? Na, zeig dich. Oh. Zeig du dich. Original stimmt, ne? Das ist Ja. ziemlich cool. Ah, das, da bist du ja. Ja. Du wirst durch meine Hand sterben. Ich bin ein Jedi. Das wird sich nie ändern. Ja, Ja, ich weil habe da noch Darth so ein Vader Typ. erledigt. Ja, weil da noch so ein Typ kam und geschossen hat. Deswegen Ja, hast du mich eben, erledigt. deswegen. Ohne meinen Wingman gehe ich nie aus dem Haus. Du lebst, bist ja schon wieder irgendwo hier. Es gibt keine Verteidigung gegen die dunkle Seite. Ja, halt die Klappe. Dann kann ich den hier nicht weiter. Wo sind deine Typen? Hast du jetzt dadurch, dass du mich getötet hast, 25, Ja, 28 Tokens anscheinend. gekriegt? Ja, da bist du ja wieder da. Wir stellen uns wahrscheinlich ganz schön dusselig. Ah! So.
Jetzt habe ich auch 20. Okay. Ja, ich glaube, wir können das noch nicht so gut mit Kontern und so. Nee. Oh, da ist noch ein Token. Das Token, das sammle ich doch mal ein. Oh, ja, pirsch dich von hinten an, du blöde Sau. Eure Ausbildung ist minderwertig. Aber du bist übrigens beschossen von meinen Leuten. Ja, sehr gut. Oh, Mistkerl! Ja, so macht man das. Da, wo ich herkomme. Dich und nicht deine Leute. Tja. Ja, hier sind deine Leute. Du verschwendest meine Zeit. Nee, das kann ich sagen. Meine Leute. Ich wollte gerade meinen. Meine Leute sind alle hier. Warum haben da meine Leute denn nicht so einen weißen Helm auf? Ja, manchmal meine ich, das ist ein bisschen verwirrend, ne? Keine echte Bedrohung. Ihr seid keine echte Bedrohung. Hast du gehört? Eine klare Ansage. Ja? Eine klare Ansage. Jetzt voll auf die Fresse, ey. Richtig voll. Jetzt voll. Das wieder hier. Das fällt dann raus. Du bist ein Mistkerl. Hä, wieso bin ich denn tot? Ja, ich habe meine Macht benutzt, verdammte Axt. Ich habe meine Macht auch benutzt. Deine Macht ist doch scheiße. Meine Macht ist viel krasser als deine. Ich höre auf, so scheiße zu erzählen. Deine Macht ist Turbo-Macht. Boah! Ja, Bam hat's gemacht. Ja, auch richtig. Krass. Wo bist du? Die sind einfach nur drauf. Ja. Will dich nicht töten. Doch, will ich. Mist! Scheiße. Oh, das sieht nicht gut aus fürs Imperium. Ihr doch. Werdet für eure Anmaßung bezahlen. Das sind ja meine wieder. Ihr werdet für eure Anmaßung bezahlen. Wo ist er denn schon wieder? Der Grünschwert-Joey hier. Ich werde tun, was ich tun muss. Boah. Ja, bist du tot, ne? Ja, aber total. Eure Fähigkeiten sind erbärmlich. Dein Mundgeruch auch. Wo sind deine Leute? Meine latschen mir immer nur blöd hinterher. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo deine Leute sind. Meine teilen sich voll gut auf und so. Mist! Ja! Ich bin dazu wieder mal aus dem Weg gegangen und habe mich lieber noch gekümmert. Ja, und das habe ich jetzt auch gesehen. Ja. Ich habe gesehen, dass du den Berg hochgesprungen bist und ich wollte zu deinen schwächeren Leuten um die abschlachten. Aber du bist so ehrlich. Ja, das war ja. Heldenkampf auf Hoth.
Hoth, genau. Hoth. In der nächsten Episode geht es dann mit der dritten Schlacht weiter. Werden wir dann aber nachholen. Ich glaube nicht mehr heute. Nee, das schaffen heute wir machen wir mal Pause. Ja. Aber gut, da werdet ihr beim Hochladen nichts von merken. Das wird alles hintereinander hochgeladen. Gut, ja, bisheriges Fazit? Ich finde es echt, also ein sehr cooles Spiel. Es macht Spaß zu zweit, Splitscreen. Ja. Multiplayer werde ich mal ausprobieren auf jeden Fall. Aber so macht es wirklich Spaß. Mit einem Kumpel auf der Couch und das klingt jetzt schmutzig, aber mit einem Bierchen dabei halt und aber grafisch super, soundtechnisch auch. Ja. Und ich wünschte manchmal noch so beim Splitscreen, die hätten das wirklich noch so ein bisschen storymäßig eingebettet, dass man auch wirklich ja auch mit den Fahrzeugen so zwischendurch die nochmal fahren kann. Einfach so fliegen. Genau, so ein X-Wing besteigen oder so. Ja. Wäre ganz cool. Aber vielleicht kommt es ja noch. Wir wissen es ja nicht. Ja. Naja. Aber ich bin auch überrascht, also auch als nicht unbedingt Star Wars Fan finde ich es ein cooles Spiel. Toll, dass es mal wieder auf Splitscreen ausgelegt ist. Ja. Macht Lust auf mehr. Ja, auf jeden Fall. Die nächsten Episoden folgen. Alles klar. Dann tschüss. Danke fürs Zuschauen und liked, kommentiert und abonniert uns bitte. Auf jeden Fall. Und schreibt immer. Ja, wir freuen uns über jeden Kommentar. Auch bei Facebook. Yep. Tschüss. Tschüss.